ist die ganzen Betriebsanweisung, die zum Beispiel vorne am Öl hängt. Der ist im Werk, nur ist er im Gelände unterwegs. Am 1.5.95 haben wir da angefangen. Meine Wenigkeit mit Petzl Helmut und Lehmann Wilfried, wir waren die ersten drei. Also eigentlich habe ich meine alte Arbeitsstelle gekündigt, damit ich hier anfangen konnte, was ja auch selten ist. Also hier im Kiesberg direkt als Angestellter habe ich angefangen als Betriebselektriker. Nicht nur Elektriker, sondern ganz normal Schichtarbeiter, auch mal hier auf dem Bagger oder hauptsächlich drinnen in der Aufbereitungsanlage als Schichtfahrer und auch Radladerfahrer. Und dann ein Jahr später, ein bisschen so Vorarbeiter, Produktionsleiter, sage ich mal, und dann immer Step by Step bis zum Bergleiter. Für das Werk und für Dransdorf und ja neuerdings auch für die anderen zwei dann noch mit. Ich bin 10 Tage älter als Markus. Also ich bin ein Alter, also wir haben wirklich ein gutes Verhältnis, also ein sehr gutes Verhältnis. Genau. Ja, drüber reden, ja. Er ruft mich einmal, zweimal die Woche an und fragt, was los ist, irgendwie, ob alles funktioniert. Aber sonst eigentlich, er ist auch ein Mensch, der jemanden gleich einschätzen kann. Also wenn er sieht, mir geht's schlecht oder ich komme mit irgendwas nicht klar, dann weiß er, also er führt das, also er merkt das gleich, sag ich mal so, er spürt das. Hast du studiert? Maschinentechniker. Ich bin staatlich geprüfter Maschinentechniker. Und dann habe ich halt mich hier beworben und dann konnte ich auch hier gleich anfangen. Es ging eigentlich so nahtlos gleich über. Jetzt bin ich hier schon seit 3 Jahren, ja. Und wie gesagt, manche Leute finden halt hier nichts oder sagen, für das Geld gehe ich nicht arbeiten und dann wird es halt schwierig. Wie gesagt, es haben nicht alle dieses Glück, wie wir, so einen Konzern zu arbeiten, wo, sag ich mal, gut gezahlt wird. Wie gesagt, ich kenne viele Leute, die gehen für wirklich einen Apfel und Ei hier arbeiten und da sage ich, Mensch, ich hab's gut hier. Moin, moin. Guten Morgen, Harry. Na, du hast ja auf dem Boot hier und los, was kaputt, ne? Gut, kannst du übernehmen. Du warst nächste Woche schon wieder frei? Na, jeden Tag bloß. Jeden Tag? Jeden Tag? Donnerstag? Ja, ja, langes Wochenende. Langes Wochenende, wa? Moin. Hier drüben bin ich jetzt. Ja, ich bin noch immer, ja. Auf Steinsdorf sind wir jetzt hier seit 2003. Ja, 2003 sind wir hier drüben, haben wir da hinten angefangen. Wo schon mal Bäume wachsen. Ganz hinten in der Ecke. Da haben wir angefangen. Also ich würde es wieder machen. Vor allen Dingen so dicht dran, wenn man im Nachbarort wohnt. Was will man mehr? Die ersten Jahre bin ich mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren. Wer hat das schon heutzutage? Naja, unser erster Chef hier, Janowski, hat Leute gesucht und er hat sich so viel wie ich weiß schlau gemacht, wer ein bisschen was auf dem Kasten hat. Und sich die Leute zusammengeholt. 1. Juni wären 20 Jahre. Treckerfahrer auf der LBE. Agrotechniker hieß das zu Ostzeiten. Mal gelernt. Angefangen habe ich ja 95 auf dem Schwimmbagger als erste Jahr. Und das war mir eigentlich zu langweilig. Dann nur sitzen und Kette hoch und runter. Und dann habe ich hier angefangen, weil der dritte Mann noch nicht da war. Und das ist abwechslungsreicher. Manchmal ist es zu stressig. Wenn wir die ganze lange Bahnstrecke haben wir auch noch unter Kontrolle am Tag hier. Sag mal, wie viele heute rollen? Eieiei. Na ja, gucken wir mal. Alles klar. Kriegen wir schon hin, ne? Ciao. Ja, ich kümmere mich eigentlich um alles, was den Vertrieb angeht und die Logistik dazu. Also ich verkaufe Sand und Kies und andere Baustoffe und kümmere mich dann auch noch darum, dass die auch noch beim Kunden ankommen. Ich bin ein absoluter Quereinsteiger. Ich bin ausgebildete Hotelfachfrau, bin über einen Reitsport ins Kieswerk gekommen. Ja, war toll und habe angefangen an der Waage.
Und ja, irgendwann kristallisierte das sich so raus, dass mir das wirklich liegt, und habe dann so die Dispo übernommen und habe mich da einfach immer mehr reingefuchst und dann die Eigenüberwachung und sowas alles. Und ja, und irgendwann ist es okay, gut. Ne? Ja, Rokis mit Sand, deswegen. 032 direkt, wie er eigentlich auf Mattisberg auch ist. Aber da haben wir ja immer noch ein bisschen Körnung reingemischt. Ist er gleich hinten, sage ich mal, fertig, wenn die jetzt wirklich viel fahren, dass sie von hinten gleich laden können. Mhm. Kam ich dazu eigentlich mehr oder weniger durchs Arbeitsamt. Also halt einfach nur quasi einen Vorschlag gekriegt, ich soll mich da mal bewerben. Da habe ich das gemacht, Probe heute gemacht, war super. Ja, da bin ich hier geblieben. Das ist jetzt 2010, also vor fast 5 Jahren jetzt. Wie lange muss man hier lernen? Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Aufrettungsmechaniker, 3 Jahre lang. Die war teils überbetrieblich in Erfurt. Ich habe dann Ende 2013 die Prüfung abgelegt in Erfurt. Und seitdem bin ich fest angestellt als Aufbereitungsmechaniker. Deutlich familiärer, denke ich mal, als woanders. Man lernt die Kollegen halt besser kennen, je kleiner der Betrieb, denke ich. Aber ich denke mal, das ist schon kollegenmäßig gesehen schon nicht schlecht. Ich lebe ja mit meinen Kollegen gerade hier am Standort, wo ich auch groß geworden bin, ein sehr kollektives Verhältnis auch an Tag, und das klappt auch gut. Und da dann jemand schon mal zu sagen, wo es lang geht, ist dann schon eine Herausforderung, ist aber auch extrem wichtig, weil ich sag mal, ich bin ja immer noch die Respektperson, und ich sage meine, wenn wir das nicht hinkriegen würden, würde die Produktion oder der Laden auch nicht so laufen, wie er jetzt läuft eigentlich.